Wir haben Donnerstag, den 15.12.2016. Es ist 3.33 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal BarnaTV hat 303 Abonnenten und 45.000 noch was Klicks, liebe Leute, ja. Heute geht's wieder um Tipico und zwar um den 15. Bundesliga-Spieltag, ja. Nur mal so zu kleinen Info zwischendurch, ja. Ich habe vor ein paar Stunden zufällig erfahren, so durch Zufall wirklich, dass in England heute gespielt wird und in Frankreich Pokal war, ja, habe ich mal kurz getippt, ja, und 50 Euro gemacht, liebe Leute, mal so 50 Euro gemacht, ja, mal schön auf Chelsea getippt, auf Man City, Manchester United, Gott sei Dank doppelte Chance, diese Versagermannschaft, die haben 1-1 gespielt, nee, haben dann noch gerade so gewonnen, in der letzten Minute haben die ein Tor gemacht, aber fast hätten die es vermasselt, ja. Die drei Spiele, Liverpool und in Frankreich auf Monaco, die 7-0 gewonnen haben und auf Paris, ja. Was habe ich gesetzt? Ja, keine Ahnung, einmal 5 Euro, dreimal 5 Euro habe ich gesetzt, ja. Und Fovi rausgeholt. Egal. Kommen wir zum 15. Bundesliga-Spieltag, liebe Leute, ja. Wie immer gibt es von mir einen obligatorischen, relativ sicheren Tipp, ja. Bei dem wir diesmal mit 5 Euro Einsatz, liebe Leute, haltet euch fest, 74 Euro rausholen könnt, ja. Es sind diesmal mehr Spieler als sonst, aber warum denn nicht, ja? Crystal Palace gegen Chelsea. Chelsea ist Erster, die haben Lauf auf Chelsea. Leipzig Hertha. Auf Leipzig Hertha, also Leipzig ist Leipzig und Hertha ist auswärts schwach. Schalke Freiburg. Doppelte Chance auf Schalke. Bremen Köln. Doppelte Chance auf Köln. Wolfsburg Eintracht, ich weiß, Chandler ist fälschlicherweise gesperrt worden, dieses Spiel, ja, aber nichtsdestotrotz wird mein guter Herr Freund Nico Kovac das schon regeln, Eintracht wird es machen, ja, doppelte Chance auf Eintracht, aber sicher, haben wir gesagt, ja. Nizza gegen Dijon FCO auf Nizza, Tabellenführer in Frankreich. Darmstadt Bayern auf Bayern und Monaco, Olympique Lyon auf Monaco, doppelte Chance auf Monaco, sorry. So holt ihr mit 5 Euro Einsatz 74,19 Euro raus, liebe Leute, ja. Dann gibt es einen Risikotipp, ja, bei dem ihr diesmal mit 2 Euro Einsatz 106 Euro rausholen könnt. Und zwar tippt ihr hier, Hoffenheim Dortmund auf Dortmund. Wird mal Zeit, ja, dass Hoffenheim jetzt auch mal die erste Niederlage kassiert, ja. Crystal Palace Chelsea, Chelsea, Leipzig Hertha, Leipzig, Schalke Freiburg, Schalke. Und jetzt, liebe Leute, tippt ihr bei dem Spiel Bremen Köln, ja. Dass über 2,5 Tore fallen und Köln das Spiel gewinnt und gleichzeitig, dass über 2,5 Tore fallen und Bremen das Spiel gewinnt, liebe Leute, ja. Bremen ist eine Mannschaft, die ist nicht zu unterschätzen. Auch ihr Tabellenplatz sagt gar nichts über die aus, ja. Ich habe die gegen Eintracht gesehen und die sind besser, als sie dastehen, ja. Und Köln ist sowieso stark diese Saison. Und Bremen hat, glaube ich, erst ein Spiel in der Saison gespielt, wo weniger als 3 Tore gefallen sind. Und Köln ist immer gut für Tore mit Modest vorne. Ja. Also auf jeden Fall über 2,5 Tore und entweder Bremen oder Köln. Wolfsburg Eintracht auf Eintracht und Darmstadt Bayern Handicap auf Bayern, dass die mit 2 Toren Abstand gewinnen. So tippt ihr, so setzt ihr 2 Euro Einsatz. Also sprich, weil ihr ja in dem Spiel Bremen-Köln auf einmal Bremen-Sieger, einmal Köln-Sieger jeweils mit über 3 Toren, über 2,5 Toren setzt, ja. Setzt immer mit 1 Euro, aber es sind ja 2 Wetten, deswegen sind es 2 Euro. Insgesamt könnt ihr dann gewinnen 106 Euro, liebe Leute. Ein dritter Risikotipp, ja. Einfach ganz trocken, eiskalt auf die Mannschaften getippt, wo ich denke, die werden es machen. Hoffenheim Dortmund, doppelte Chance auf Dortmund. Augsburg Gladbach auf Gladbach. Leipzig Hertha auf Leipzig. Schalke Freiburg auf Schalke. Bremen Köln auf Köln. Wolfsburg Eintracht auf Eintracht. Darmstadt Bayern Handicap Bayern, dass sie mit 2 Toren Abstand gewinnen. Und Leverkusen Ingolstadt auf Leverkusen. Dann, liebe Leute, kommt mal wieder der obligatorische Halbzeit-Endstand-Tipp, ja, von mir. Diesmal habe ich getippt, Mainz Hamburg. Dass Hamburg die erste Halbzeit gewinnt und Mainz dann das Spiel. Und gleichzeitig Mainz-Hamburg, dass Mainz die erste Halbzeit gewinnt und Hamburg dann das Spiel, ja. Wie ihr wisst, unser guter alter Herr Heribert Bruchhagen ist jetzt in Hamburg der Chef, ja. Mal sehen, ob die schon Angst haben, die Spieler, ja. Weil die wissen jetzt, jetzt wird gespart in Hamburg, ja. Bremen-Köln, gleich dasselbe, ja. Also, Köln gewinnt die erste Halbzeit und Bremen dann das Spiel. Oder Bremen-Köln. Bremen gewinnt die erste Halbzeit und Köln dann das Spiel, ja. Das macht ihr dann natürlich wieder mit System und könnt dann rausholen, liebe Leute. 787,50 €, ja. Das ist eine starke Sache, ja. Wenn es zutrifft, trifft es zu. Wenn noch nur ein Spiel zutrifft, ja, habt ihr immer noch guten Schnapp gemacht, liebe Leute, ja.
Und dann wurde ich gefragt von meinem guten Freund Herr Mike Chambers, der unsere Unterhaltung ist geklärt, ja, ich habe alles gelesen von Ihnen, ist in Ordnung, ja, ich bin nicht nachtragend wie Diener, ja, alles wunderbar, lieber Herr Mike Chambers, und Sie haben mich gefragt nach einem Hoch-Hoch-Risikotipp, ja, und dann frage ich mich doch, was Sie damit meinen, ehrlich gesagt, weil was heißt denn Hochrisiko bei Tipico? Wenn Sie einen Hochrisikotipp von mir haben wollen, so richtiges, krasses Risiko, bei dem Sie viel Geld einsetzen, ja, dann kann ich Ihnen auch sagen, tippen Sie Darmstadt Bayern auf Darmstadt. Ja, ist eine gute 20er-Quote, setzen Sie 200 €, dann machen Sie gutes Geld, ja. Aber falls Sie doch nicht so ein Risiko gemeint haben, sondern ein bisschen weniger Risiko haben wollen, aber dennoch viel Geld einsetzen wollen, dann kann ich Ihnen eigentlich jedes Spiel raten? Sie können sich eins aussuchen und einfach viel Geld draufsetzen, dann ist es für Sie ein absolutes Risikospiel. Aber meiner Meinung nach könnten Sie dann diesen Spieltag Leipzig-Hertha auf Leipzig, Darmstadt-Bayern, Handicap auf Bayern und doppelte Chance auf Köln machen, lieber Herr Mike Chambers. Und so würden Sie, haben Sie eine gute 3,17er-Quote. Wenn Sie da 200 € setzen, haben Sie gute 600 € plus. Ja, sogar noch ein bisschen mehr, ja. Also das würde ich als Hochrisikospiel-Tipp einschätzen, wenn Sie viel Geld setzen wollen. Machen Sie es. Ich mache das nicht, ja. Und wie gesagt, ja, ich mache es nicht, ja. Und ich rate niemanden dazu. Aber wenn Sie wollen, können Sie. Ja, ich möchte später nichts hören, ja. Das, wegen mir irgendwas hier passiert ist, ja. In diesem Sinne, liebe Leute, ja. Das waren meine Tipps. Ich habe sie gerade abgegeben. Ich wünsche euch allen wie immer viel Erfolg beim Tippen, ja. Viel Spaß. Lasst uns endlich dieses Unternehmen auseinandernehmen und dem alles wegnehmen, was die haben an Geld. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Und ich hoffe, ihr macht alle Plus diese Woche, ja. Haut rein, wenn ihr einen geilen Tipp habt, wenn ihr geile Scheine habt, postet sie unter das Video. Ich will die auch haben. Ich will die auch spielen, ja. Haut rein. Ciao, ciao.